In der ersten Titelentscheidung bei den Männern der Kurzdistanz steht der bereits für den Olympischen Marathon qualifizierte Weidling allerdings nicht am Start. Der 33-Jährige konzentriert sich auf die Langdistanz und lässt so im 3,1 Kilometer langen Kurzdistanzrennen die Favoritenrolle auf den Schultern des ebenfalls bereits für die Olympischen Spiele in London qualifizierten Andreas Wojtyła. Der 22-jährige Gerersdorfer, der in London über 1500 Meter an den Start gehen wird, nimmt die Großlauf-Staatsmeisterschaften aus dem Training heraus in Angriff und geht auch gleich in Führung. Nach einer Runde ist er bereits alleine unterwegs. Die Konkurrenz sieht ihn nur mehr von hinten. Eine der Schlüsselstellen sieht man hier bei dieser Großlauf-Staatsmeisterschaft, eine hängende Kurve, wo es auch immer wieder zu Stürzen kommt. Drei Runden muss Andreas Wojtyła absolvieren. Und das macht er in souveräner Manier. Der Leichtathlet des Jahres 2010 wird verfolgt von Thomas Rossmann, einem Grazer Berufsfeuerwehrmann, und Christoph Sander von der DSG Wien. Andreas Wojtyła, über 1500 Meter wird er heuer in London an den Start gehen, sichert sich den Crosslauf-Staatsmeistertitel in souveräner Manier nach 9 Minuten 15 Sekunden und 56 Hundertstel kreuzt er die Ziellinie und sichert sich den Staatsmeistertitel in Crosslauf. Zweiter wird Thomas Rossmann. Und als dritter kreuzt dann Christoph Sander nach 9 Minuten und 37 Sekunden.